Ich habe meine Tasse, ich habe ein erfrischendes Heißgetränk da drin. Ich habe Bock und damit geht's los in den Endspurt. In 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir sind im Endspurt zu unseren schweren modularen Rahmen. Ich habe hier vorne nochmal alles ein bisschen was vorbereitet, damit es hier auch reichlich schnell vorangeht. Hier ging mir zwischendurch so ein bisschen die Farbe aus, aber meine Güte, ne? Das sind die Kleinigkeiten im Leben, die ja, bei mir alles ein bisschen speziell machen. Och, hier geht gerade die Sonne. Oh, wie geil ist das denn? Da geht die Sonne rauf und scheint hier genau rein. Wie fett ist das? Naja, okay. Lassen wir uns von so einer kleinen Nebensächlichkeiten, ich kann es aber genießen, nicht abbringen. Wir machen hier jetzt weiter. Ich habe uns die Materialien, ich rück mal noch ein bisschen zu euch ran, damit das hier vernünftig laut wird. Ich habe die Materialien schon mal so hingelegt, wie wir sie nachher brauchen. Und ich habe hier schon mal einen kleinen Fusionator hingestellt, den ich jetzt gleich so ein bisschen als Leitpunkt nehmen werde, denn ich habe mir das tatsächlich vorab schon mal ein bisschen überlegen müssen, weil ich festgestellt habe, dass ich ein Idiot bin, mal wieder. Denn ich muss ja noch die modularen Rahmen fertigen und die müssen hier erstmal ran. Und damit fangen wir dann nämlich auch an. Ich glaube, 10 Stück brauche ich davon, wenn ich mich nicht ganz irre. Na, da muss er hin. Und ab hier können wir das tatsächlich einfach hier so rüberlegen. Nur auf der richtigen Höhe wäre schön. Na, da ist die Leitlinie. Zack, hier ein hin. Hier ein hin. Hier ein hin. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Einen brauchen wir noch. Und dann kommt hier tatsächlich der 5. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, und dann, na, eine Leitlinie. Und zweite Leitlinie, geht auch. Zack. Und zack. Das steht. Das steht. Und na. Komm ihn, Jung. Und das steht auch. So. Damit haben wir hier schon mal den Ausgang. Das ist hier tatsächlich auf Millimeter gerissen. Weil wir sonst nicht alles reinkriegen. Hä? Ich war mal wieder grandios genial. Aber wir haben einfach nicht anders Platz, ne? Und ich will nicht noch ein Stockwerk hier drauf batschen. Das ist irgendwie auch sinnbefreit. So, damit sind die alle drin. Der ganze Spaß wird angeschlossen. Und es ist gerade ein bisschen laut bei mir auf den Ohren. Wir nehmen das mal ein bisschen raus, ne? Ich wollte hier nicht taub aus der Nummer rausgehen. Reicht, dass einer in der Familie Hörgeräte hat. Zack, zack, zack. Daran, daran, daran. Dann wollen wir hier ran. Und dann wollen wir da ran. So, wir stellen uns jetzt erstmal hier alles hin. Damit wir wissen, wie das am Ende aussehen soll. Hier hinten sollten die Fabrikatoren ran. Stelle ich einen links, einen rechts. Könnte man auch geil machen, ne? Ich hatte eigentlich überlegt. Oh, da fehlen mir noch die schweren modularen Rahmen. Die habe ich hier hinten noch in der Kiste. Ich hatte mir eigentlich überlegt, die da unten an der Wand lang zu stellen, aber ich glaube, das ist gar nicht so geile Idee. Das heißt, ich packe die hier hin. So, die habe ich hier, glaube ich, zwischengeparkt. Schwere modulare Rahmen und was war das noch? Motoren, die sollten hier auch sein. Zack, 37 Stück, reicht völlig. Dann flitzen wir einmal wieder zurück. Und kicken, wie wir die platzieren. Nee, ich glaube, ich werde die doch hier an der Seite bauen. Weil wir den Zufluss ja irgendwie cool regeln müssen. Fabrikator. Wir lassen hier näher. Mittig ist hier so eine Sache bei den Dingern. Weil das wird dann alles bannig eng. Ich habe keine Ahnung, wie viel Platz jetzt nach hinten ist. Aber spontan würde ich sagen, jo. Zu wenig. Boah, macht aber geil Krach, wenn die gesetzt werden. Alter Vater. So, das heißt hier hin. Und zwar mittig. Zack, da kommen die Zuläufer ran.
Dann können wir die, glaube ich, auch passend nebeneinander stellen. Ja, super gut. Ne, die Zuläufe sind dann aber da ein bisschen im Weg. Aber ich glaube, anders kriege ich es nicht hin. Wenn ich hier hinten noch die Bänder langlaufen lasse. So, und dann fehlen uns tatsächlich noch ein paar Konstruktoren. So, die ich, bei denen ich jetzt auch ein bisschen aufpassen muss, weil hier neben will ich ja noch... Na, wir gucken mal, wie das passt. Machen wir den Ausgang in die Mitte? Machen wir in die Mitte, oder? Das ist, glaube ich, am cleversten. Vier Stück auf die Seite. Und... Ach, nee. Moment. Können wir noch ein Stück nach hinten? Wir können noch ein Stück nach hinten. Wir nehmen dich mal nochmal weg und setzen dich zwei nach hinten sogar, vielleicht sogar drei. Ja, wir machen mal drei. Den können wir noch gleich mittig stellen, oder? Ja, den stellen wir mittig. Was war das denn? Jetzt stellen wir ihn hier mittig hin. Ihr kommt auch alle nochmal weg. Und hoffen, dass das alles passt. So, hier haben wir ein bisschen Luft, dass wir durchlaufen können. Sehr schön. Das heißt, wir können hier einen Steg durchziehen. Und dann stellen wir nochmal hier mittig hin. Zack, der sitzt. Und jetzt brauchen wir nur noch daneben klatschen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann können wir unseren Steg da oben weiterbauen. Ich meine, ganz oben haben wir... Muss ich gleich nochmal gucken. Jetzt sehen wir gerade lang. Und jetzt bitte lass den da... Ja, das passt. Wie geil ist das? Oh, da kriege ich einen dezenten Nerdständer. So, und hier müssen wir nämlich sowieso lang gehen. Zack. Ah, wieder das Gedrehe, ey. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Dann gehen wir hier rüber. Zack, zack, zack. Da haben wir da angesetzt. Okay, dann machen wir das hier auch. So, das sitzt. Nee. Ich will die so haben. So, dann gehen wir da weiter rüber. Und da oben ist, soweit ich weiß, nichts mehr. Genau, da ist auch zu. Das heißt, die Platte kann da eigentlich auch weg. Und dann machen wir nämlich dicht. Und da oben gilt eigentlich das Gleiche. Dann machen wir das auch gleich mal. Zack. So. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt brauchen wir hier noch einen Gang lang. Den ziehen wir tatsächlich... So, das ist der Ausgang. Alter, was ist denn? What the fuck? Alter, wie scheiße ist das denn? Der rumpelt mir direkt durchs Gebäude. Oh nee. Das ist ja richtig asig. Ja gut, lässt sich nicht ändern, ne? Ist jetzt halt so. Naja, gut. Also ich kann jetzt schlecht das ganze Gebäude nochmal irgendwie 10 Meter nach da verlegen. Das passt zum einen mit den Ressourcen nicht und zum anderen... Wie? So, gut. Muss ich jetzt mit leben. Jetzt muss ich vor allem erstmal hier hoch. Und dann müssten hier, genau, Eisenbarren ankommen. So habe ich mir das vorgestellt. Die vor allem erstmal bis hier rumlaufen. Das heißt, hier brauchen wir... Wände, möglichst richtig rum. Das erkennt man wieder super. Genau. Hier ein hin, hier ein hin. Gleich vier Stück nebeneinander. Das gleiche machen wir gleich auf der anderen Seite. Denn da muss der Scheiß ja irgendwie wieder hin. Hier und hier ebenso. So, und hier muss der Scheiß auch nochmal zugeführt werden. Dann haben wir die da auch gleich. Dann nimmt das Ganze schon Gestalt an. Halt, nein.
Die Abfuhr ist doch ein höher, oder nicht? Na, einmal kurz gucken. Moment. Einmal die Ressourcen abchecken. So, hier sind nur Eisendings. Ja, das muss alles ein höher hier. Zack. Weg damit. Da habe ich durchs Loch hindurch abgerissen. Das heißt, das hier muss gar nicht. Das kommt ein höher. Oder? Wie mache ich das? Ganz unklug. Egal, wir setzen erstmal hier ein tiefer natürlich. Zack. Hier setzen wir erstmal Splitter. Ein Stolperschritt nach dem anderen, ne? Förderband Splitter. Wir nehmen erst das Vorderbrand, logischerweise. Das sitzt. Das sitzt. Das sitzt und das sitzt. Hat sich das hier nämlich schon mal erledigt. Na, kommt gleich was. Und es kommt das Richtige. Sehr schön. So, und dann ist das hier zu Ende. Und das ziehen wir komplett rum. Zack. Und du musst dann nämlich hier ran. Muss es das? Ja, muss es. Wird hier rüber geführt und hier wieder. Warum mache ich das so schwer? Ich kann das ja so machen. Hier ein, hier ein, hier ein und hier ein. Bin ich überhaupt auf dem richtigen? Ja, ich bin auf dem richtigen. Okay. Das Ganze da anstöpseln. Und dann sind wir schon bei den Liften. Ratzfatz. Hat er sich was bei gedacht. Zugang. Boah, es klickt. Wunderbar. Es klickt wieder. Oh, schön ist, wenn es funktioniert. Na. Was ist das denn für eine Nummer? Lass mich rollen. Ich meine, wenn das da jetzt nicht läuft, das wäre ja immer echt assi. Zack. Habe ich hier ein zu viel? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 brauche ich nur. Du kannst weg. So. So stimmt's. So. Da drüben das gleiche. Läuft auch. Sehr schön. Wir verlassen uns mal auf unsere Ohren. Klick, klick, klick. Upp. Einer ist verrutscht. Was ist denn da passiert? Das ist ja unschön. Ab nochmal nach oben. Toll. Weil ich hier so gerne sinnlos durch die Gegend laufe. Boah, nervt mich das Vieh, ey. Wie fliegt der denn hier langsamer? Ich meine, ich könnte jetzt so eine Startrampe hinbauen, ne? So, das machen wir nochmal. Wieso ist mir das beim Bauen nicht aufgefallen? Ja, krumm und schief. Richtig rum sollte man ihn bauen. So, dann können wir hier noch wieder runter zwirbeln. Zack, sind wir da dran. Und dann stimmt schon mal die Bahn. Jetzt würde ein höher angesetzt. Wieso ist hier kein Band, das ankommt? Ach, die Eisenstangen laufen darüber. Ah, so habe ich mir das gedacht. Okay. Jetzt komme ich hier nicht durch oder was? Okay, ja, macht ja auch Sinn. Die Stangen brauchen wir auch da. Aber tatsächlich einen höher. Dann machen wir da jetzt erstmal dicht. Wir fangen mit den Wänden an. Na. Und setzen da gleich ein Dach auf. Wenn wir nicht so viel brauchen, dann brauchen wir nicht so viel. Ne? Zack. Ziehen das einmal darüber. Wo wir da sowieso zwei Gänge brauchen, weil wir hier ja auch noch die Materialien für die modularen Rahmen langziehen müssen. Von daher, wir brauchen hier noch eine Menge Arbeit. Oder haben hier noch eine Menge Arbeit, besser gesagt. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Und wie schnell es heute Gestalt annimmt. Alter Vater. So.
Jetzt führen wir da oben die Eisenstangen rüber. Das heißt... Quatsch. Die hier laufen auch hier lang. Und werden da oben dann fusioniert. Jo, also ab nach oben. Schwupp, schwupp, schwupp. Wieder falsch gelaufen. Okay, das ist recht unintuitiv, aber okay. Müssen wir durch. So, da kommen unsere Röhrchen. Das heißt, wir brauchen hier am Ende einen Fusionator. Der das alles abgreift. Und hier brauchen wir ganz viele Fusionatoren, die das auch alles abgreifen. Zack. 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 Klammer jetzt. 1, 2, 3, 4. Das sind schon alle. Das ging ja fix. Dazu noch ein paar Wände. So. Dann ist auf der Seite. Und auf der brauchen wir das gar nicht. Oder? Doch. Doch, wir brauchen es beidseitig. Okay. So, wo war ich gerade echt ein bisschen verwirrt. Natürlich habe ich den ersten falsch gesetzt. Na super. Da hinweg. Falsche Seite. Ran, ran, ran. So, ihr seht, ich will die Folge fertig werden. Ne? Ich gebe hier tatsächlich ein bisschen Gas. Das könnte für euch ein bisschen traumatisiert sein. Ich versuche sonst ein bisschen entschleunigt das Ganze zu machen. Aber naja, wie es immer so ist, ne? Klappt nicht immer, wie es soll. So. Damit haben wir dann schon mal die Stangen dran. Wir können schon mal ein ganzes Stückchen vorgehen. Ich guck mal gerade. Ja, hier dürfte irgendwo die Mitte sein. So. So weit, so gut. Ach, da muss er für so ein Splitter hin. Seht ihr? Dann müssen wir dann nochmal hoch. Zack. Förderband Splitter. Palim macht's. Das war so nicht geplant, aber okay. So. Dann teilen wir das Ganze nämlich erstmal durch zwei. Und hier kommt das erste lang. Und was kommt von hier noch? Was brauchen wir noch? Schwere Eisenplatten, glaube ich, ne? Modularer Rahmen. Ja, versteckte Eisenplatten. Okay. Die ziehen wir dann auch da lang. Hier müssen wir lang. Die sind auf welcher Etage? Komme ich hier überhaupt hin? Habe ich hier keinen Eingang? Das ist ja dezent blöd. Ich habe hier... Boah! Alter! Ja, da müsste noch eine Tür hin, oder? Das ist ja ganz schön scheiße. Wie mache ich denn dies? Hm. Naja gut, jetzt muss ich mir sprungtechnisch ein bisschen was überlegen. So. Die schweren Eisenplatten haben wir auf jeden Fall schon mal auf der Seite hier liegen. Das ist total schön. Geht das mit dem Splitter? Zack, einmal so rüber. Muss ich alles andere wahrscheinlich ein bisschen frickeln, aber das wird schon. So, es sollte gerade laufen. Tut's auch, sehr schön. Und dann habe ich das auf der falschen Seite angesetzt. Mist! Wir brauchen es nämlich hier. Aber gut. Ah, bitte. Ne? Kommt die Hektik, dann wird's scheiße, von ganz alleine. So, die laufen weiter, sehr schön. So. Wir lassen es, glaube ich, aber auf zwei Etagen. Ganz einfach, weil wir dann nicht mit den Bändern ins Gehege kommen. Wir könnten hier zwei Ausgänge machen, aber das geht ja total beschissen. Ne, weil wir ja immer weiter müssen. Also, wie machen wir das, dass die sich nicht ins Gehege kommen? Ja, wir machen das mit den Mittelwänden. Anders geht's, glaube ich, nicht.
Beziehungsweise nicht so, dass es schön aussieht. Hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Und hier müssen wir tatsächlich nochmal einen rüber. Was sogar gerade geworden ist. Ich werde verrückt. Und hier müssen wir sowieso rüber, weil wir hier ja noch den ganzen anderen Zufuhr brauchen. Das heißt, wir können ruhig einmal komplett durchziehen. So. Und dann kommt hier noch einer hin, aber so. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir das hier irgendwie rumgezogen kriegen. Nein, das passt tatsächlich nicht. Scheiße, noch eins. Wir gucken mal so rum. Kriegt der auch nicht geschissen. Kompliziert. Ich will da keinen leeren Anschluss haben. Das finde ich total ätzend. Das nervt mich dann massiv. Aber ich kann hier auch nicht weiter zusammenrücken. Das ist auf keinen Fall möglich. Wie muck wie das. So viel zum Thema Plan, ne? Das passt einfach nicht. Förderband hat eine ungültige Form. Ja, super. Wir könnten einmal versuchen. Mal schauen. Zumindest schauen, wie es aussieht. Wenn wir immer einen hier so hinbauen. Das passt daran und dann nicht genug Freiraum. Ja, ist der. Versuchen wir noch einen höher zu gehen. Das wäre dann mit denen hier. Das wäre dann so. Und oh, das passt tatsächlich. Ich werde irre. Einmal so. Dann ziehen wir das doch hier komplett durch. Ab in die Mitte. Vier Stück sind das jeweils. 2, 3, 4. Und hier auch in die Mitte. 1, 2, 3, 4. Wieso stehst du nicht mittig? Was ist das für ein Tinne? Natürlich habe ich einen dazwischen wieder abgerissen. Super clever, Markus. So. Und dann wird da ein Schuh draus. Erst von da nach da. Hier brauchen wir noch den. Das Förderband. Boah, komme ich da noch mit dem Förderband durch? Natürlich nicht. Ah, mitgedacht hat was gebracht, ey. Markus, du Vollidiot. Da wäre die Idee fast gut gewesen, aber gut. Moment. Dann machen wir mal so. Das weg, dann müssen die auf die andere Seite. Okay. Wir versuchen das trotzdem irgendwie so. Nee, das bringt ja auch nichts. Das bringt dann ja auch nichts. Bist du irgendwie zu hoch? Kann das sein? Ja. So wäre es. Dann will er da durch. Scheiße. Wattenmorks, ey. Aber warum so schwer? Moment, wir könnten einfach den versetzen. Und dann kommt der einfach von da. Das war jetzt zu einfach am frühen Morgen, oder? Das war echt viel zu leicht. Mitgedacht hat was gebracht. Whoop. So, sehr schön. Problem gelöst. Fuchs musst du sein, nicht nur einen buschigen Schwanz haben. So. Das hat geklappt. Dann kommt
Hier die nächste Tür. Hier die nächste Tür. Hier die nächste Tür. Und hier müssen wir uns was überlegen. Aber das kriegen wir dann auch hin. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen. So, du kommst weg. Du kommst weg. Und theoretisch kommst auch du weg. Da lassen wir uns was einfallen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal sind wir jetzt hier. Pödelüm. Ich glaube, ich krieg Post. Ich hoffe, das ist mein neuer Monitor. Das wäre schön. Das wäre der Burner. Ich habe mir jetzt zwar hier einen hingestellt mit 1440p, aber ich bin nicht so ganz zufrieden damit. Und habe den jetzt nochmal zurückgeschickt, habe mir einen anderen bestellt. Mal schauen, wie das wird. So. Wisst ihr, was wir hier einfach machen? Das machen wir generell. Ha! Nächste gute Idee. Oh, jetzt kriege ich hier tatsächlich noch sinnvolle Ideen. So, hier machen wir Splitter ran. Kriegt von da. Und das passt. Oh, wie schön. Dann sieht das etwas einheitlicher aus. Ja, so gefällt mir das besser. Passt auf. Und jetzt mache ich nämlich einfach einen von links, einen von rechts. Einmal so. Und einmal so. Dann habe ich das Problem erstmal aus der Welt geschaffen. Hops, näher mal rauf. Zack. Zack. Oh, wunderbar. Das ist doch mal wieder pornös. So. 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 Das sitzt. Das sitzt auch. Dann machen wir hier gleich noch eine Verbindung zwischen. Und hier auch. Das kann schon mal laufen. Rödel, rödel, rödel. Und hoffentlich läuft es ja auch auf die Band. Ja, herrlich. Oh, so habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. So, welche beiden? Die beiden, okay. Gucken, dass die Höhe passt. Nummer 1. Nummer 2. Hauptsache, wir hier wieder kurz rauf. So und so. Dann werden die auch versorgt und du kriegst einmal eine Einzelversorgung. Machen wir das jetzt gleich? Ja, wir machen das jetzt gleich. So. Zack, das richtig rauf. Moment. Muss ich das von der anderen Seite machen? Ja. Obwohl, dann kommen wir hier mit ins Gehege. Nee, wir machen das von hier. Alles cool. Erst brauchen wir den. Warum machen wir das von hier? Relativ easy, damit wir da nachher vernünftig abführen können. Zack. Und dann sollte der auch kriegen. Kriegt er nicht, weil hier keine Verbindung ist. Lo. Und damit kommen auch hier schwere Eisenplatten. Okay. Nächste Seite fertig. Kommen wir... Ach nee, gar nicht. Jetzt kommen wir erstmal zu denen hier. Zack. Hier kommt ja nochmal eins drauf. Ja, natürlich können wir hier nicht mehr laufen. So. Und wir ziehen das, glaube ich, auch hier komplett rüber. Einfach, weil wir es brauchen werden. Ne, weil die Fabrikatoren müssen so viel Scheiße rein. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier alles hinbringe. Aber okay. Das wird wahrscheinlich die größere Herausforderung. So, dann müsste ich nochmal wieder ein... Um die Ecke? Jo. Geilo. Warum habe ich das gemacht? Weil es sinnlos ist und ich jetzt wieder hoch muss. Aber der Müller hat es manchmal drauf. So. Jetzt kommt hier tatsächlich das Gleiche. Nur
eine Etage höher. Das heißt, hier muss einer hin, hier muss einer hin und hier kommt ein einzelner. So. Splitter dazu. Den da hinten setzen wir tatsächlich nochmal um. Der nervt mich sonst. So, so. So und so. Und... Na, so. Gleich einmal verbinden. Das kann hier gerne schon mal volllaufen. Und du kommst nochmal weg. Und zwar kommst du hier hin. Zack. Natürlich geht das nicht. Ja gut, haben wir wieder ein paar mehr Eisenstangen auf der Hand. So, die können volllaufen. Und dann kommen nämlich einfach... Zack. Richtige Höhe natürlich. Müsste passen. Hoffentlich. Das ist aber... Ja, so müsste es sein. Und dann kommt der Scheiß hier ran. Nummer 1. Aber noch gesetzt. Geil. Okay, kommt an, ganz offensichtlich. Ist gerade super cool. Geiler Scheiß. Oh, ich bin glücklich. Es ist irgendwie doch noch schick geworden. Hier muss ich an der Wegfindung arbeiten. Aber okay. Die Kleinigkeiten im Leben. So. Hier das Ganze nochmal. Na komm. Snap da an. Einmal richtige Höhe. Oh, das sieht man auch wie immer ultimativ beschissen. Sieht gerade aus. Wunderbar. Und läuft auch rein. Fehlt nur noch der da hinten. Und an dem soll es jetzt nicht scheitern. Ja, natürlich willst du da rein. Macht ja auch total Sinn. Angeschlossen, alles dran. Sehr schön. Die erste Seite Manufaktoren ist am Netz. Am Ressourcennetz, nicht am Stromnetz, aber das kommt auch gleich. So, jetzt können wir hier weitermachen. Warum ist das... Ach komm, ehrlich? Noch ein weiter rüber. Ihr sagt doch hier, passt, oder was? Wenn das passt, warum ist das schief? So, jetzt gerade. Jetzt ist gerade, sehr schön. Von da wieder rüberziehen. Unser Freund kommt wieder. Moinsen! Bauen wir hier so eine Absprungplattform, dass wir mit ihm mitreiten können. Genau da. Den müsst ihr nämlich einfach mitstreifen. Ah, nervt er mich und ich kann ihn nicht töten. Das heißt, der wird mir den Rest des Spiels ordentlich auf die Ketten geben. Und ich werde immer sehen, wie der hier durchfliegt. Das tut weh. Das tut echt weh. Halt, wir haben das hier gemacht. Hier sind wir durchgegangen, dann machen wir das hier auch. So. Und dann führen wir das Ganze hier lang. Ich hoffe, wir haben hier genauso viel Platz. Okay, war nur einer. Gesundheit, Markus, vielen Dank. Ne, was war das denn? Doppelt gedreht, auch gut. So, gerade, sehr schön. Dadurch gezogen. Jetzt geht es tatsächlich so ein bisschen der Beton aus, wa? Ich habe damit nicht mehr gerechnet. Aber es ist doch mehr Struktur, als ich dachte. So. Erste Etage. Wir fangen halt mit der an. Oh ja, doch. Das gefällt mir. Ziemlich cool. Ziemlich cool, ziemlich cool. So, jetzt können wir hiermit schon mal anfangen. Da kommen die zuerst. Dann einmal hier parallel. Und hier brauchen wir dann die. Zack. Dann haben wir auch davon genug.
Splitter. Von da kommt nach da geht. So. Aber es ist immer wieder erstaunlich, ne? Das hat man einmal gemacht, zack, geht das zweite Mal um Längen. Wirklich um viele, viele Längen schneller. Zack, zack. Ja, einmal bis ans Ende ranziehen. Ums Kühlflein rum. Und ran an die Hülle. So, da haben wir vorne mit denen angefangen. Das heißt, wir fangen jetzt mit denen hinten an. Nummer 1 macht sich sogar wesentlich besser. Nummer 2. Und einmal. Wo ist hinten dran? Da ist richtig. So, und einmal unter mir. Okay, passt. Und ist gerade. Sehr schön. Nummer 1. Wieder hinten. Und Nummer 2. Na komm. Snap, snap. Snap da an. Komm schon. Na komm. Das ist doch nicht so schwer. Nee, nicht da unten. Hier oben, du Flachbirne. Echt jetzt? So. Und nimm auch meinen Mausdruck an. Das wäre schon total nett. So. Der ist auch dran. Und der letzte. Zack. Und zack. Und damit sitzen die auch. Und wir können eine Etage runtergehen. Wir könnten jetzt hier gleich Mauern hochziehen. Oder Decke drauf batschen. Aber ich will erstmal, dass der Scheiß läuft. Das heißt, das hat noch ein bisschen Luft. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Beton reicht. Ich befürchte nicht. Scheiß noch eins. So, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir dahin keinen Zugang haben. Ne, eine tiefer sogar. Kein Zugang. Das heißt, wir springen wieder um die Ecke. Autosave. Oh. Habe ich doch eine ganze Weile mit der Vorbereitung verbracht. Meine Güte. So. Dahin. Natürlich nicht. Einmal durchrutschen und läuft. Wie nicht genug Freiraum. Echt jetzt, der Scheißlift ist im Weg. Das ist doch nicht dein Ernst. Nein, der Manufaktor ist im Weg. Oh nein. Aber da hinten passt, oder? Da hinten passt. Das heißt, ich muss hier ein bisschen umdisponieren. Okay. Geht die Welt nicht von unter? Tatsächlich nicht. Aber das kommt hier alles nochmal weg. Dann stellen wir hier nochmal eine Platte rauf, die auch gleich wieder wegkommt. Und dann kommt der tatsächlich hier schon rüber. So. Du musst nach hier gehen. Und du nach da. Dann kommt die Platte hier weg. Und dann muss das einfach so gehen. There's no other way. So, und hier geht dann schon nicht mehr. Genau. Dann läuft das da einmal rüber bis nach da. Gut, jetzt haben wir hier doch einen offenen Zugang. Aber das ist tatsächlich unvermeidbar. Und dann läuft das einmal so. Es geht leider nicht anders. Scheiße. Ich hab mich aber verplant, ey. Ich will die jetzt auch nicht alle nochmal nach links setzen, um alles nochmal neu zu machen. Das ist A dumm und B, wäre es gar nicht so schlimm am Ende. Zu teuer. Da geht uns das Blatt der Beton aus. Also ich könnte jetzt alle einen rüberziehen. Das wäre nicht das Problem. Und das mache ich vielleicht auch, wenn ich gerade nicht aufnehme. Ja, dass wir das hier sauber langziehen. Ich meine, das ist jetzt hier kein Weltuntergang, dass hier das Band so lang läuft.
Aber uncool ist es halt irgendwie schon. So. Ich guck mal, ob ich da hinten noch Beton liegen habe. Wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder mit Beton. Oder auch nicht. Moment, hier haben wir doch Beton liegen. Wir machen uns das gar nicht so schwer. Wir nehmen hier einfach was vom Band. Ich meine, wir produzieren hier Unmengen Beton. Warum sollen wir den nicht nutzen? Da kommt ja erstmal ein bisschen was zusammen. Ja, das ist die Idee. Wir schnappen uns das einmal unkonventionellerweise vom Band. Denn ich glaube, da hinten liegt auch nichts mehr drin. Kann das Betonwerk unten erstmal nochmal nachproduzieren, oder? Haben wir hier noch was? Nein. Nix. Hier steht der Stahlbeton, logischerweise. Wir sind bei Zeit, 40 Minuten, okay. Nu aber zackig. So, jetzt brauchen wir mehr davon. Eins. Zwei. Und drei. Ach, ich muss da wieder hoch, ne? Scheiße. Kommen wir von hier aus irgendwie? Ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber hier muss so eine. Okay. So. Auf zum Atom. Wir haben wieder ein bisschen Beton. Das heißt, wir können hier wieder durchziehen. Oh, wir brauchen eine ganze Menge Beton. Obwohl, nee, da läuft das ja unten lang. Das heißt, falsch rum. Immer noch falsch rum. Wir müssen hier noch hier rüber gehen. Und den greifen wir das nämlich hier nachher ab. Und bauen dann ein Türmchen hin. So, von denen ich mittlerweile echt Fan geworden bin. Ne, das gefällt mir tatsächlich. So, Nummer 1. Nummer 2 und 3. Andersrum. Ach, scheiße. Wir müssen ja erstmal die Splitter setzen, bevor wir hier Förderbänder setzen. Förderbandsplitter. Das heißt, der erste kommt. Hier zwei. Hier zwei. Und hier nur einen. Sitzt. Nein. Aber sitzt. Und nochmal sitzt. Und weiter geht's hier. Alles hier huschti-puschti, damit wir heute nochmal fertig werden. Ich will nicht noch eine Folge hier verbringen. Alles schon knapp genug. So. So. Dann gehen wir hier ran. Hier Zwischenverbindung. Hier Zwischenverbindung. Hier Zwischenverbindung. Und hier ran. Damit haben wir alles abgeliefert. Jetzt brauchen wir hier nur noch abgreifen. Mit dem bisschen Beton, das wir noch haben. Zack, zack, zack. Ja, damit das hier nicht irgendwie so dämlich in der Luft hängt. Das hasse ich ja wie die Pest. Und dann kommt hier einmal der hin. Ich glaube, da mache ich dann so eine hin. Obwohl, nee. Nee, mache ich nicht. Entschuldigt. So, und bin ich zu flach? Ne, passt genau. Sehr schön. Und dann kriegen wir hier nachher die modularen Rahmen ran. Und dann haben wir alles da. Theoretisch. Praktisch. Die Treppe sieht auch aus, ey. Das ist ein... Das ist ja schrecklich. Eigentlich ist das schrecklich. Ich muss mal gucken, dass ich das nochmal anders baue. Aber nicht jetzt. So. Dann gehen wir hier hin. Ach, wir müssen ja hiermit noch viel mehr hoch. Ach du meine Nase. Das muss ja hier alles rüber. Das
Das heißt, oh nee, das ist eigentlich total gut. Das ist der Burner. Moment. Wir gehen mal hier hoch. Ach nee, da unten läuft das lang. Warum ist hier noch nichts gelegt? Jetzt fehlt mir auch noch Stahl oder was? Boah, wie nervig. So, Moment, ich bin gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Und ja, genau, wir waren gerade dabei, hier alles ein bisschen zu verteilen. Und da haben wir ja das Problem, dass wir vorn, whoop, hier hinten, den ganzen Kram noch überkriegen müssen. Und hier eigentlich ein leeres Bändchen wäre, das wir aber gar nicht haben müssen. Denn wir reißen das hier einmal alles ein bisschen weg. Setzen hier schon mal die Wände. Zack, zack. Und dann holen wir uns den Kram hier einfach rüber. Bis hier. Machen hier einmal so einen eleganten Doppel-S. So, fließen die da wieder lang. Und jetzt können wir nämlich mit dem auf jeden Fall schon mal hier hinten rangehen. So, die Eisenplatten müssen darüber. So, und dann kommt hinzu noch dieses Band. Das dann einmal darüber schlängelt. Und El Coilo hier ziehen wir bis hier durch. Kann sehr Spaß wieder anfangen zu produzieren. Ich kann hier schon mal ein Dach draufsetzen. Und dann. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Habe ich hier sowieso zwei Zugänge. Warum? Zum Geier. Achso, hier führen Eisenstangen. Okay. Die gehen auch bis hier hinten durch. Füllen das Ganze weiter auf. Soweit so richtig. Und jetzt hämmern wir da oben einfach noch die hier mit hin. Aber ach nee, hier haben wir ein geschlossenes System. Hier passt das so. Sehr schön. Wir gehen daran, führen das einmal darüber. Bis. Na komm. Nicht genug Freiraum. Echt jetzt? Ich muss den nochmal abnehmen, damit ich den setzen kann. So. Ja, war klar. War so klar. So. Ist das so richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment. Der ganze Scheiß kommt mal weg. So, die Eisenstangen laufen hier komplett rüber. Und die bleiben auch alle hier. Richtig? Richtig. Gut. Das heißt, wir müssen hier nichts mehr verteilen. Die laufen darüber. Das sammeln wir einmal auf oder auch nicht. Dann schmeißen wir hier halt einmal fix irgendwas ab. Ja, hier. Weg den Scheiß, brauchen wir gar nicht. Oh, hier liegt eine ganze Menge Kram rum. Hupala. So, dann gehen wir mit denen da rein. Dann haben wir zwei Werkstoffe, die hier rüberlaufen, die ich theoretisch aber auch hier oben lang ziehen kann, oder? Dann hätten wir das da komplett ad acta gelegt. Dann haben wir da drei und da kommt auch nochmal einer dazu. Ne, einer muss eh unten bleiben. Okay, gut. Die beiden ziehen wir hier lang. Das machen wir auch umgehend. So. Ah, hängen geblieben an diesem scheiß Leuchtedings. Na, was ist denn jetzt dein Problem? Willst du mich rollen oder was? Bin ich ja nicht wieder in der Aufnahme? Ja, ich nehme schon wieder auf. Gut. Damit ihr meine Unfähigkeit hier auch schön beobachten könnt. So, hier hoch und dann bitte. Wie, ich bin da vorne hochgekommen, jetzt komme ich da nicht mehr hoch oder was? Wollt ihr mich rollen? Das geht doch. So, die beiden kommen und
Wir nehmen provisorisch einmal das weg und einmal das weg. Und dann können wir das nämlich in Ruhe von hier oben verbinden und müssen uns nicht verdrehen. Wieso laufen denn da jetzt auch? Wieso bin ich jetzt gerade so verwirrt? So, hier laufen die. So, Moment. Das geht nach da hinten weg. Eisenstangen. Wo laufen denn? Bin ich jetzt total blöd? So, erstmal bist du hier falsch. Nein, du warst richtig. Egal. Du kommst nicht genug Freiraum. Was? Achso. So. Jetzt bin ich verwirrt. Ne? Läuft mal kurz einmal hin und her. Kommt hier alles durcheinander. So, jetzt sind da überall Eisenstangen drauf. Da müssten aber schwere Eisenplatten drauf sein. Wo? Scheiße. Mann, ey. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? So, nochmal hier hoch. Wo haben wir die schweren Eisenplatten? Hier kommen Stangen. Gehen da auch rüber. Macht ja auch alles Sinn. Hier kommen schwere Eisenplatten, die eigentlich gesplittet werden müssten. Weil die auch darüber müssen. Das heißt, die hier weg. So, das heißt, der ganze Kuddelmuddel hier war eigentlich umsonst. Denn hier muss ja gesplittet werden. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas rumliegen, was ich da nicht rumliegen haben will, was mir aber gleich im Weg ist. Mann, ey. Komm her hier. Wir schmeißen die hier. Ist ja meine. Ist jetzt eh gerade völlig unnütz. So. Dann können wir den Spaß aufheben. So. Diese Eisenplatten müssen auch noch da drüben. Also kommt hier ein Splitter hin. Sinnvoll? Sinnvoll. So. Die müssen auch hier hin. Werden dann hier verteilt. So. Dann läuft gleich der ganze Scheiß da. Das hier kommt eine Etage nach oben und läuft dann hier mit lang. So, wo natürlich zu wenig Platz ist. Nicht genug Freiraum. Ja, okay, kann ich verstehen. Kriege ich hin. So, und dann müssen wir da durchs Haus durch. Ach, komm schon. Das heißt, wir schicken den hier nach oben. Damit wir uns hier irgendwie durchwurscheln können, hoffentlich. So. Ja, oder auch nicht. Okay. Wie regel ich denn diesen Engpass jetzt hier? Das ist ja mal ohne Ende bescheuert. So, du schickst das alles. Wir machen jetzt mal hier so einen grazilen Knick. Wie weit können wir damit zurück? So weit. So, du musst auf jeden Fall dahin. Von euch muss einer von beiden. Können wir den vielleicht einversetzen noch? Wir versuchen das. Wäre so. Und dann. Ja, das passt. Okay. Kommen wir jetzt hier durch. Nee. Irgendwie nicht. Das ist alles zu eng. Das ist alles doof. Gehen wir den dann hier rüber? Alles hier mit der heißen Nadel gestrickt, ey. Kriegen wir hier auch definitiv nicht dran vorbei. Wir könnten oben rüber gehen, was ich eigentlich vermeiden wollen würde.
sind hier auch wieder die Eisenplatten, das ist soweit richtig. Werden wir mit dem auch einfach nach hinten gehen. Was ja theopraktisch gehen sollte. Wenn das bei dem einen geht, geht das bei dem anderen auch. Soweit so richtig. Haben wir dann genug Platz irgendwie? Nee. Das geht nicht, weil zu steil lässt er mir nie machen, aber ich kann manuell einsetzen. So. Dann gehen wir so weit rüber, wie irgendwie möglich ist und setzen uns gleich mehrere. Das wäre einmal so, einmal so, einmal so. Und jetzt können wir das durchprobieren. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Und das geht auch nicht. Jedes Mal der Splitter im Weg. Was für eine vermaledeite Scheiße. Jetzt hängt es echt daran, dass wir hier nicht vernünftig vorbeikommen. Ja gut. Hilft nichts. Dann ist das alles weg. Ich habe ganz viel Stahlbeton in der Tasche. So. Dann gehen wir hier sauber hoch. Ja, müssen hier wieder manuell einsetzen. Komm. Daran soll es dann nicht scheitern. So. Dann gehst du hier bitte sauber rüber. Und du kannst hier ja wohl vorbei. Sehr schön. So, dann haben wir hier zwei Materialien, da zwei Materialien. Alles ist cool. Und wir bauen uns dann nämlich, so wie sieht das Lager aus, das ist massig überfüllt. Das heißt, wir... Moin Keule! Wir hätten gleich mitfliegen können. Das heißt, wir laden jetzt erstmal ein bisschen was ab, damit ich den ganzen Scheiß da oben nicht liegen kann. Mann ey! Es nervt fast gar nicht. So. Was können wir hier noch wegschmeißen? Was brauchen wir gerade nicht? Die brauchen wir gerade nicht. Und so viel Stahlbeton brauchen wir, glaube ich, gerade auch nicht. Und dann können wir die beiden Sachen da oben wieder mitnehmen. Hier wird wieder fleißig Stahlbeton gemacht. Sehr schön. Den habe ich ja schließlich gerade weggeschmissen. So, und der Einfachheit halber baue ich mir jetzt fix zwei Rampen hin und hüpfe hier auf den Idiot. So. Damit wären wir wieder hier oben, können den Scheiß gleich wieder aufnehmen. Warum ich die überhaupt auf Tasche habe, weiß ich auch nicht. So. Genau, das müssen wir noch machen. Die beiden Bänder einmal hier rüberziehen. Das eine, um es wieder anzuschließen, das andere, um es rumzuführen. So. Ziehen wir hier gleich wieder den Boden rein. Beine richtig rum, sehr schön. Gehen hier hinten ein Stück weiter. Eine saubere Kurve hinkriegen, das war natürlich nicht weit genug. Und jetzt haben wir wieder Beton rumliegen. Ich kotze im Strahle. So. Den Beton sehe ich nicht mehr. Zumindest sagt mir das meine super Verdrängung. So, bis dahin kommen wir. Dann gehen wir bis... Gehen wir bis hier. So. Gelangen dann hier hinten an. Ja, kommen wir bis hier. Perfekt. Perfekt. So, das hier kommt alles nochmal weg. Der Turm wird nämlich ganz einfach ein bisschen höher. So, dann hauen wir da nämlich auch noch mal das hier rein. Gehen da rüber. Den Spaß da unten können wir dann eigentlich nachher gleich mal weglöschen. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. Wende einmal einen Durchbruch.
einmal hoch. Bis zu mir. Zack. Und dann führen wir den Spaß. Sauber hier hin. Und haben dann letztendlich einfach alles da. So, jetzt überlege ich, ob ich diesen Turm bis oben hindurch ziehe oder ob ich hier abkappe. Ich glaube, ich mache den tatsächlich bis oben. Der quasi als Stützwerk dann fungiert. Ja, allerdings auch nur hier. Und hier hätte ich dann ganz gerne wieder... Ja, scheiße. Hier machen wir dann so. Das einfach so hier lang. So, das passt trotzdem. Hier noch eine Wand drauf und dann steht das auch. So, das heißt, die Abfuhr ist auch geklärt. Hier haben wir zwei Ressourcen und hier haben wir auch gleich zwei Ressourcen, die ich hier jetzt parallel noch lang ziehen muss. Was aufgrund der Splitter wieder eng werden dürfte. Ach ne. Den weg. Dann das hier. Und dann können wir einfach rüber. Bis, wo haben wir es da oben gemacht? Das sieht man natürlich nicht, weil es so schön spiegelt. Ah, Reflexion sind was Feines. Bis hier haben wir es gemacht. So, dann gehen wir bis hier. Bis Maximum tatsächlich. Das wäre hier. So. Was haben wir hier noch als Zweitressource? Schwere Eisenplatten. So. Ach ja, die Röhren. Die kommen da hinten erst. Okay. Alles cool. Du bist falsch rum. So. Und jetzt führen wir das hier auch gleich hoch. Und die Rohre kommen von da, wenn sie fertig sind. Oder? Kommen die von da? Habe ich das jetzt auch verkackt? Wo ist denn hier die Abfuhr? Ach, die habe ich noch gar nicht gebaut. Doch, die habe ich da oben gebaut. Oh, perfekt. Ein höher. Es passt wie gewollt. Sehr schön. So, die laufen dann nämlich hier lang. Und nicht da lang. Wie ich es jetzt noch habe. Oder? Wo brauche ich die denn hin? Was brauche ich für die Scheißdinge? Was haben wir hier? Schwerer modularer Rahmen. Steuerrohre, Stahlbeton. Schrauben! Wo sind denn die Schrauben? Wo sind denn die Schrauben? Ah, fick die Henne, ey! Wo sind denn die ganzen Schrauben hin? Ich habe einfach mal eine Vermutung. Ich zähle mir ja einen Schraub... Ja, hier sind sie alle. Das heißt, die müssten hier auch noch rüber. Da müsste nämlich ein Rest sein. Ein gehöriger Rest. Mist, verdammter. Ja, die Rohre brauchte ich hier für die Manufaktoren. Ja. Wieso kann ich den von hier nicht anwählen? Was ist das für ein Scheiß? Ja. Hier die Rohre und da hinten die Schrauben. Egal, dann ziehen wir das jetzt erstmal so weit fertig. Bauen uns da auch nochmal eine Rampe. Und dann gibt es das Endprodukt halt doch erst nächste Woche. Naja. Denn das schaffen wir heute in der Folge nicht mehr. Wir haben jetzt schon überzogen. Aber wir ziehen das soweit fertig und werden da auch schon die Anschlüsse versetzen. So, dann gehen wir bis hier. Und bis hier? Ne, das war zu weit. Weg. So, bis hier müssen wir. Wieso kriege ich hier eigentlich keine Leitlinie angezeigt? Was soll denn das? Egal. So. Und so. Und der ganze Scheiß marschiert hier rüber.
Anschließend werde ich das definitiv schaffen. So. Und so. Und dann gehen wir mit dir hier hin. Und mit dir... Entschuldigt. Ein bisschen ein Schnollernäschen. Habe ich das Gefühl. So, die sind dann auch schon vorgelaufen. Und dann brauchen wir hier jetzt gleich eine ganze Menge Splitter. Wir haben hier glücklicherweise genug Platz. Ja. So, ein Stockwerk tiefer brauchen wir auch noch. Da holen wir jetzt zumindest erstmal die hier rüber. Schon wieder eins. Nee, das war fast zu gut. Ich dachte, ich wäre schon wieder eins zu weit. Ja, ich gekotzt, ey. So, bis zur Mitte. Und. Warum? Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir den ganzen Piss hier anschließen. Wenn das mal nicht interessant wird. Ist der richtig? Ne. Lässt sich von unten tatsächlich viel besser bauen, ne? So. Hier müssen wir den ganzen Scheiß mindestens zweimal splitten. Wie muck wie das. Das heißt, ich brauche für den zwei Ausgänge, die dann darüber wandern. Wir setzen mal einmal den hier hin. Hauen hier einen Splitter ran, hauen hier einen Splitter ran. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Feldversuch gerade. Der natürlich falsch rumsteht. Super. So muss er. Ein hier. Ein hier. So. Höhe einmal abfrickeln. Ich glaube, die Höhe ist richtig. So, einer ist da. Jetzt bin ich höher, oder? So. Und dann kommt einer hier. Ja. Jetzt brauchen wir aber die hier nochmal. Bis hier. Kommen wir so hoch? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber das schaffen wir. 1, 2, 3, 4. Der ist zu hoch. Ja, der ist zu hoch. Warum ist der zu hoch? Oder bin ich hier zu flach? Wir gucken mal. Ich bin da auf jeden Fall zu weit drüben. Das heißt, nochmal ein nach hinten. Sieht der so aus, als würde er steigen. Bin ich da genau auf so einer Zwischenhöhe? Und wenn ich es da bin, bin ich es dann da auch? Man weiß es nicht. Oder kommt das so bescheuert aus dem Manufaktor raus? Das kommt so bescheuert aus dem Manufaktor raus, ne? Ich glaube, gerade wird es nicht. So, was ist hier jetzt das Problem? Warum kann ich da nicht ansnappen? Was ist denn hier los, sag mal? So, darüber. Und dann von da. Na, geht doch. Jetzt haben wir da tatsächlich ein Gefälle drin. Wie kann das denn angehen? Wir machen nochmal. Gucken mal, wie es ein tiefer ist. Da ist es gerade. Okay. Also sind wir schlicht... Nee, das fällt doch auch ab, oder was? Nee. Aber warum wirkt es so schief? Weil es schief ist. Des Rätsels Lösung ist schief. So. Von da nach da. Und jetzt ist es immer noch schief. Wie weit müssen wir denn hier rüber, sag mal? So, die auch nochmal weg. So, wie ist es jetzt? Jetzt wäre es gerade.
Okay. Den Spaß hier weg. Das ist doch... Das sieht jedes Mal schief aus. Was ist denn da los? Wieso sieht man das jedes Mal so schief aus? Okay, wir setzen mal den ein weiter rüber. Dann ist er nicht da, sondern... Ja, das müsste auch die Höhe sein. Das nochmal weg. Nochmal daran. Meine Güte, ist das ein Gepopel. So, dann können die nämlich weg. Die waren nur einmal so ein Zwischenziel. Dann kriege ich, doch, die kriege ich trotzdem hochgesetzt. Okay. Der ist zwei zwischen. Ja, der ist auch zu hoch. Jetzt haben wir uns ja hier die richtige Höhe irgendwie rausgepokelt. So. Es gerade, es possible. So. Haben wir das schon mal. Dann käme der nächste auch aus der Ebene, oder? Wäre nur logisch, das auch hier zuzuführen. Aber da wird es ja schon mal ein bisschen schwierig. Das heißt, wir gehen hier ein Stückchen nach vorne. Die Platte. Und ziehen den dann hoch. Oh, was kommt denn da? Muss ja dann schon von da kommen. Boah, so hoch kriege ich das Gebäude gar nicht. So, wie machen wir da? Das wäre der Leitpunkt. Ist der nämlich hier. Und wir sind nochmal nach oben. Boah, Manufaktor anschließen ist ja Krampf, ey. Uah! Ups. Da kann doch mal passieren. So. Dann brauchen wir mehr hiervon. So, der kommt dann von hier und geht nach da. Schließen wir mal nicht an, dass wir nicht wieder 10 Millionen Ressourcen auf der Hand haben. So, gehen hier außen. Ein nach oben. Und dann geht der dahin und der dahin. Na, da muss ich ja noch massig hoch, du. Meine Güte. Ich würde es beides nicht auf eine Höhe kriegen. Nee. Da muss es doch eine sauberere Lösung geben. Das ist doch ein Unding. Ja, das ist halt dadurch, dass ich gleich zwei mache. Das ist ein bisschen asig. Hallo Alexa. Nee, ich kann die halt, muss die halt immer nebeneinander schalten. Weil ansonsten wird das hier zu breit. Aber damit bin ich unzufrieden. Das will ich so nicht haben. Das ist ja absolut ekelhaft. Ja, du kommst nochmal weg. So. Das sieht absolut scheiße aus. So. Du kannst da ran. Das ist okay. Hier genug Platz für vier. Ich hätte genug Platz, um noch vier Tore zu bauen. Nehmen wir das dann nochmal weg. So. Machen wir das mal so. Du hier hin. Und dann kommst du ganz außen. In der Mitte kommen dann die zwei. Okay. So. Nochmal nach oben. Und gucken, wie wir das hier lösen. Genauso müssen wir es dann ja da hinten auch lösen, tatsächlich. So. Das kommt weg. Splitter. Von da kommt. Ja. So, und dann kommt der letzte, kommt dann hier rein. So.
So, hier haben wir noch irgendwas. Das die, genau die Schrauben, die nachher von da kommen. Hoffe ich zumindest. Ja. Genau, die haben wir sowieso erhöht. Und gehen dann hier lang. So. Das heißt, die hier können hier lang laufen. Bis hier. Und gehen dann da ran. Nicht genug Freiraum. Wieso nicht? Was ist dein Problem? Achso, du stehst falsch rum. Okay. So. Geht dann da ran. Dann kommen die Schrauben. Die erstmal falsch stehen. Das ist ja schon mal super. So, und die gehen bis hier. Du musst einen weiter rüber. So. Gehen dann bis hier. Dann kommen hier zwei Splitter hin. Eine hier und eine hier. Und dann kommen wir da nicht ran. Richtig. Oh, scheiß noch eins, ey. Ich habe mir hier auch einen Mist vorgenommen. Es ist hier einfach zu eng, um das vernünftig zu teilen. Das ist so weit so richtig. Das ist die Pest, das Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie Mogi dies. Also eigentlich geht es nur, dass die nebeneinander laufen. Jetzt kriege ich das hier nicht verteilt. Einzige Möglichkeit und du musst damit andersrum. So. Geht dahin und die Schrauben können hier dann relativ normal langlaufen. So, das bleibt zusammen. Ist das schon wieder schief hier? Nee. Das passt. Na gut, das ist ja wurscht, wie wir das nachher machen. Das hätten wir auch so stehen lassen können. Und dann gehen wir einfach na, ja, passt. Einfach so. So, die sieht so schief aus. Ist der so schief? Nee. Ich glaube, der sitzt. So, von da kommen nachher die Schrauben. So. Aber. Das sieht überall schief aus. Warum wirkt das alles so schief? Ich check's nicht. Egal. So, jetzt muss ich das immer noch irgendwie von hier aus angekapselt kriegen. Und ich habe keine Ahnung wie. Das wird doch ein riesen Kuddelmuddel. Irgendwie einmal splitten wäre vielleicht noch gut. Und dann von zwei Seiten rangehen. Aber irgendwie ist das auch nicht so geil. Da habe ich nur noch mehr Bandsalat. Lasse ich hier zwischen einen frei. Die stehen auch so ganz unsauber, ne? Beide müssten einmal nach links. Oder? Der hier steht. Ganz natürlich. Ja, zu teuer und. Ja. Ah, Kotzwirk, ey. Was liegt hier noch? Kunststoff und Kabel. Ja, komm, dann leg die Kabel auch mal ab. Zu viel Schrott im Inventar, wie immer. So. Kriegen wir dich hier hin? Nein, zu wenig Freiraum. Das heißt, du musst irgendwie da stehen. Was wir machen könnten, ist
den hier so weit ranschieben, wie geht. Und dann steht er hier, aber das sind auch Monster, ey. Was sind denn das für Riesenteile? So, und hier machen wir das Gleiche. So, dann haben wir dazwischen einen kleinen Freiraum. Dann stehen die ganz genau so, wie sie stehen dürfen. Hier endet die Treppe auf dem Dings. Und hier ist bestimmt auch eine Treppe dran. Ja. So, das heißt, der Scheiß kommt weg, der Scheiß kommt weg, der Scheiß kommt weg, der Scheiß kommt weg. Scheiße, den hätten wir stehen lassen können. Egal. So. Dann kommt hier ein Tor und da ein Tor. Jo, da ist er mal wieder. Und ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst. Nämlich, wie ich hier eine ganze Menge Salat hingebaut habe, der überhaupt nicht hätte sein müssen. Und ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe, wie man diese dusseligen Fabrikatoren anschließt. Jetzt, ne, also ich bin halt dem Irrglauben verfallen. Ich müsste da oben also aufsplitten. Muss ich gar nicht. Ich kann mir das richtig geil einfach machen, indem ich mir hier tatsächlich einfach einen Turm baue. Wie geil ist das denn? Ne? Und der das alles aufteilt. Ich meine, das sieht am Ende cool aus. Und funktioniert. Also ist irre praktisch. So, was ist hier dein Problem? Fällt aber ein Splitter. Oh, ich habe die falschen gerade genommen, aber gar nicht wild. So, da hauen wir die jetzt alle hier oben rauf. Und dann gehe ich tatsächlich einfach so hier ran. Zack, zack, zack. Alles relativ easy. Und wofür waren die hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, ne? Dann klatschen wir hier nämlich einfach ein paar von denen ran. Eins, oh. Eins, zwei. Gehen wir ein bisschen höher. Oh, der ist immer noch im Bau hier. Eins, zwei. Und dann kann ich hier tatsächlich easy da wegsplitten lassen. Ich meine, wie geil ist das denn? Das sieht zu allem Überfluss auch noch irre cool aus. Ne? Sieht aus wie gewollt. Und wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt geht es wirklich nur noch darum, hier irgendwie die ganzen Materialien rüber zu schustern. Warum geht der bis hier? Der ist, glaube ich, Quatsch. Ne? Dann gehen wir einmal hier ran und frickeln das gleich hier rüber. Ach, deswegen. Okay. Der war doch richtig. Ne? Kommt hier einmal der ran. Wenn er denn die richtige Höhe hat. Ja, hat er. Hat er nicht? Hat er doch nicht. Okay, ein höher. So. Jetzt müsste er gerade sein. Jo, sehr schön. Das gleiche machen wir hier vorne nochmal. Setzen uns hier ein paar Ständer ran. So, das passt. Gehen da rüber. Und lassen den das von da oben holen. Ja, wenn ich jetzt noch die Höhe hinkriege, wäre das total Bombe. So, und dann wäre das nicht ganz sauber. Ein Stückchen zu hoch und ein Stückchen zu weit. Okay. Kriegen wir alles hin. Nehmen den nochmal weg. Setzen den hier an. So, hoffe ich mal. Und nee, immer noch zu weit. Okay. Dann müssen wir fast schon gucken, ob das hier mit der Rundung passt. So. Das passt noch genau. So, und komm. Und dann passt das da auch. Beziehungsweise würde das passen. Wir machen das schon mal ran. Da stehen noch keine Förderbandsplitter, obwohl die können wir da jetzt erstmal hinsetzen. Dann können wir das gleich sauber anbauen und machen das hier nicht doppelt und dreifach. Zack. Über die kann man echt geil rüberhüpfen, merke ich gerade. So. Dann kommen hier die Splitter hin, die wir brauchen. Obwohl, da müssen nicht mal Splitter ran. Wir können da direkt rangehen, weil wir nur noch ein Band haben. Wie geil ist das denn? Boah, das ist ja noch viel cooler, als ich dachte. Ne, dann kann der hier direkt rangehen und
der da direkt rangehen. Und dann müssen wir hier nur nochmal das gleiche machen. Natürlich ein bisschen höher, aber das ist ja nicht das Ding. Ne, wir sind hier, glaube ich, direkt in der Mitte. Ja, super cool. Das heißt, wir positionieren die sogar gleich. Zack, zack. Nur halt ein bisschen höher. Knallen auch da so einen Lift ran. Gucken, dass wir die gleiche Höhe haben. Das wäre, glaube ich, so. Wir gehen da an den Ausgang. Okay, das ist oben. Und... nee, das war Quatsch. Das war Quatsch. Das muss der untere sein. Denn sonst passt das nicht. Zack. Jetzt habe ich einen Denkfehler. Denkfehler, Denkfehler, Denkfehler. Hier ist alles cool. Hier passt das alles. Und der muss oben drüben... jetzt weiß ich wieder. Genau, hier hatten wir nämlich einfach dann... so. So, hier lang. Und dann können wir... wo haben wir den hin platziert? Zwei davor, okay. So. Und dann machen wir... 1, 2. Gehen hier entsprechend hoch. Knipsen das da an. Und sind zu flach, wa? Ja, das war einmal Quatsch. Weil wir natürlich hier jetzt keinen Lift haben. Das ist ja... das wäre ja Blödsinn, der muss viel höher hier. Ne, da können wir direkt rüber gehen. Oh Gott, oh Gott. Die Höhe passt schon mal nicht. Ich hätte gleich einmal gucken. Okay, einen halben runter. Also genau beim zweiten Strich. Da. Und dann müssten wir hier rechts sauber dran sein. Okay, die Höhe ist schon mal richtig. Und dann müssen wir, glaube ich, hier einfach ein Stückchen höher. Moment, wie kann denn das eine passen und das andere nicht? Wieso haben wir da eine saubere Kurve und da nicht? Achso, weil der dahinter ist. Okay. Wir nehmen das nochmal weg. Und den stellen wir die mal einmal hier hin. So. Und dann passt das immer noch nicht. Verflucht noch eins. Dann bauen wir halt hier hin. Und dann passt es immer noch nicht. Was ist denn hier los? Noch ein weiter. Okay. Also es ist ja halt echt perspektivisch ganz schön kacke, ne? Muss ich ja mal sagen. So. Und jetzt sind wir sauber drüben. Okay. Das heißt, den ganzen Schlunz hier nehmen wir wieder weg. Den können wir, glaube ich, aus Optikgründen stehen lassen. Ne, einfach weil das so schön passt. Achso, jetzt haben wir den falsch rumgezogen. Okay, nicht so wild. Passt die Höhe da gerade? Ne, der ist immer noch ein zu hoch. Okay, das heißt sogar unter dem zweiten Strich. Das wäre dann, glaube ich, so. Jetzt sind wir ein zu tief. Ah! So. So sind wir gerade. Sehr schön. Und dann haben wir einen ganz schönen Wust an Liften und sowas. Aber das ist uns ja erstmal relativ lax, ne? Das finde ich halt cool mit dem Lift hier so eingelassen. Das fetzt schon. Ne, und so haben wir sauber alle Materialien dran, die wir irgendwie brauchen. Wir hopsen hier einmal hoch und hoffen, dass wir das hier auch schaffen und um die Ecke springen können. Na, immer wieder das gleiche. So. Dann kann das hier weg, das hier auch weg, das hier auch weg. Und dann können wir tatsächlich einfach, das wären dann nachher die Schrauben. Ich habe hier echt einen Knick in der Optik.
warum passiert mir das zurzeit so oft? Ich spiele gerade noch auf einem 21:9 Monitor und habe den tatsächlich nicht umgestellt für die Aufnahme, habe das Spiel aber auf ganz normal 1440p gestellt, wodurch hier leider alles etwas verzerrt ist und ich glaube, das ist gerade ein bisschen mein Problem. So, der Stahl kommt, okay. Das heißt, wir gehen hier wieder, das war ein bisschen miscalculated. So, das heißt, hier gehen jetzt einfach die ran. Die ziehen wir auch einmal durch und zwar bis hier. Und dann sind wir wieder schief. Ich habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Ich bin unbeugsam, unbelehrbar. So. Und so. Ich glaube, einen haben wir hier zu viel gebaut. Ne, doch nicht. Okay. Dann zimmern wir den da eben wieder hin. Unnötigerweise. Und dann steht das hier tatsächlich. Alles ist angeschlossen. Wie geil ist das denn? Das ist ja die Wucht. Und ich glaube, ich gönne euch gleich nochmal einen Schnipser. Sodass das hier dann alles voll ist. Und die Schrauben auch schon ankommen. Und das alles mit Strom versorgt ist und so weiter und so fort. Ja, und hier müssen wir dann eh noch alles wieder wegscheffeln, weil das ja hinten wieder in unseren Servicegang muss und dann nach unten verpackt wird. Ne, da hinten haben wir ja eigentlich immer unseren Servicebereich gehabt. Und den wollen wir da auch weiterhin haben und da werden wir das dann abführen. Haben wir vorne auch einen? Ne, da vorne haben wir keinen. Guti, dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Jetzt ist tatsächlich alles fertig. Alles angeschlossen. Hier steht alles wunderbar aufgereiht. Der Strom läuft, die Lampen sind ab und zu mal gelb, logischerweise, denn das Einzige, was noch nicht angeschlossen ist, sind diese zwei wunderbaren Fabrikatoren hier. Und das werde ich natürlich nicht ohne euch machen. Jetzt bin ich mit meinem Handy die ganze Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir eiern hier gar nicht lange rum. Wir geben einmal Dampf. Wir geben ein. Na, kann man daran? Ach komm. Jetzt sei mal nicht so. Der eine läuft schon an. Und wir geben ein zweites Mal Dampf. Und damit haben wir fucking schwere modulare Rahmen. Nach ewig und drei Tagen laufen die jetzt endlich. Unglaublich. Ein kleiner Side-Fact. Ich hätte die auch einfach mit einer Batterie übertacken können. Hätte die nur halb so viel Stress gehabt. Aber ich hätte nicht mal einen schönen Förderturm hier. Und damit bin ich tatsächlich, sind wir tatsächlich fertig. Das ist unglaublich. Hier sind ganz viele. Ramm jetzt halt die Fresse, du scheiß Handy. Ich versuche hier mein Triumph zu genießen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen. Bestimmt 10 oder so. Habe ich an diesen Scheißdingern hier rumgebaut. Ne, die werden jetzt bei Zeiten alle nochmal da hochgeführt. Und hier unten Servicegang runter. Und dann führe ich die unserem Lagersystem zu. Und dann ist das tatsächlich fertig. Und das heißt, wir können ab nächster Folge endlich zu den Fahrzeugen kommen. Ne, ich wollte anfangen mit einem kleinen Fuhrpark, den wir hinten ins Lager bauen. Ne, da habe ich auch schon ein bisschen umgebaut, das habe ich euch jetzt eine Weile nicht gezeigt und da hat sich ein bisschen was verändert. Und wollte aber die Fahrzeughalle mit euch zusammen da hochziehen. Und das wird es dann beim nächsten Mal so ein bisschen geben. Und wir werden dann natürlich so schnell wie möglich unsere Züge erforschen, damit wir hier mehr Ressourcen rankriegen, damit wir unser Plastik und so rankriegen, mit Platinen anfangen können. Und dann sind wir auch fast so weit, dass wir die Sachen für einen Weltraumlift bauen können. Wie cool ist das denn? Und hier läuft tatsächlich alles. Das ist ja unglaublich. Ne, ich habe Schrauben noch rübergeführt, wie man sieht. Ja, die rennen hier mittlerweile auch fleißig rein. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, würde ich ja nochmal zweimal Schrauben daneben packen, dann passt das auch. Was ist denn das hier für ein Mist? Ja, haben wir noch einen vergessen. Ich musste hier ab und zu mal rein und raussteigen. Im Laufe des Baus. Dass das hier so geworden ist, wie es ist, naja gut. Das ist ein bisschen uncool. Hätte man leicht verschieben können. Dann wäre das gegangen, aber drauf geschissen. Das sieht doch so cool aus. Ne, vielleicht führe ich genauso da hinten die modularen Rahmen ab. Aber ich weiß es noch nicht. Ich werde mal schauen.
Ne, in jedem Fall rennt hier endlich alles. Und zwar wie Hulle. Super gut. Da stockt alles ein bisschen, weil ich natürlich habe vorlaufen lassen und aufgefüllt habe. So soll es aber ja auch sein. Und jetzt ist auch schon wieder Zeit für die übliche Leier. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ich würde mich über ein Abo freuen und mit Glocke natürlich. Ne? Ich muss immer irre viel Werbung machen tatsächlich, damit die Leute auf meine Videos stoßen. Das ist ein bisschen schade. Ne? Also aktuell ziehe ich noch um die 50% meiner Views tatsächlich blank aus Werbung. Und das muss ja gar nicht sein. Ne? Wenn die Leute, die sowieso schon da sind, einfach die Glocke anhätten und sehen würden, ach, guck mal, der Müller, der hat ein neues Video und Satisfactory gucke ich bei dem eigentlich ganz gerne, dann wird das laufen, und zwar wie ein Länderspiel. Ne, dann wäre das schon irre cool. Dann hätte ich sogar noch mehr Views, als ich jetzt sowieso habe. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, und deswegen einfach Abo, Glocke, super cool, dann wird das auch. Nichtsdestotrotz will ich euch gar keine Vorhaltung machen. Viele von euch gucken hier wirklich regelmäßig bei mir und da freue ich mich irre drüber. Von daher wünsche ich euch einfach noch ein schönes Wochenende. Haltet die Ohren steif, macht keinen Scheiß. Ne, Corona ist wieder auf dem Vormarsch, wir sind alle vorsichtig. Ne? Genießt das Wochenende. Reingehauen, euer Ragnar.